Vor langer Zeit zogen Maria und Josef in die Stadt Bethlehem. Der Kaiser hat es ihnen befohlen, denn er wollte den Menschen in seinem Land zählen. Dazu mussten sie alle an den Ort ihrer Geburt zurückkehren. In ihrem Bauch trug Maria ein Kind, das bald auf die Welt kommen sollte. Der Weg nach Bethlehem war weit und Josef und seine Frau Maria waren sehr müde. Aber in der Stadt angekommen, fanden die beiden keine Herberge. Nirgendwo gab es Platz zum Schlafen und überall schickte man sie wieder weg. Es war schon dunkel geworden. Maria spürte, dass ihr Kind nun bald auf die Welt kommen würde. Zeigte ein Mann den beiden einen kleinen Stall. Dort konnten sie im Stroh schlafen. In diesem Stall zwischen Ochsen und Schafen gebar Maria ihren Sohn. Sie nannten ihn Jesus. Nicht weit entfernt erschien Hirten ein Engel in der dunklen Nacht. Er sprach: Ihr Hirten, fürchtet euch nicht, ein Wunder ist heute Nacht geschehen. Jesus, der Retter aller Menschen, ist auf die Welt gekommen. Folgt dem Stern, um es zu sehen. Zur selben Zeit sahen drei Männer einen hellen Stern. Sie waren Sterndeuter und verstanden die Botschaft aus dem Himmel. Jesus, der Sohn Gottes, war geboren. Sie alle machten sich auf den Weg, um das Kind zu besuchen. Auch Geschenke brachten sie mit. In dieser Nacht freuten sich alle Menschen sehr, denn Jesus Christus war geboren. Der Menschenretter, auf den sie so lange gewartet hatten.